Willkommen, Freunde, zu Tomb Raider. Zu Rise of the Tomb Raider, um genau zu sein. Und zwar habe ich es endlich geschafft. Wow, und zwar sogar ohne googeln. Ich habe es geschafft. Und verkacke es zum Glück nicht. Es geht weiter. Und natürlich, da kann ich mich festhalten. Das ist so klar. Oder auch nicht. Nice. Wirklich jetzt? Von dort komme ich. Gut. Alles klar. Von dort komme ich zwar gerade, aber okay, dann spül mich halt wieder ganz zurück. Und dafür die ganze letzte Folge, Alter. Ohne Witz. Okay, Lara. Uns geht's gut. Hör auf zu grinsen. Das gehört nicht alles dir. Gefunden. Das Grab des Propheten, oder was? Bin mal gespannt. Und da ist nichts drin. Yes! Die ersten Gegner. Nice. Sprengsätze legen. Nice, das sind die ersten Gegner. Nehme ich mal an, dass ich die erschießen muss. Nach all dieser Zeit. Das Artefakt. Da drin. So Gott will. Ich glaube, wir sind da drin. Aufmachen. Vorsichtig. Es könnte äußerst gefährlich sein. Ich denke, wir sind gefährlich. Wer zur Hölle sind Sie? Sie sind doch so clever. Ich vermute, das wissen Sie schon. Trinity. Wo ist das Artefakt? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Spielen Sie keine Spielchen! Sie haben uns hierher geführt. Hören Sie. Der Sarg war leer, als ich ankam. Da war keine Leiche und definitiv kein Artefakt. In Deckung! Wir hätten vielleicht zuerst den Sarg zumachen sollen, oder? Hiya, Headshot! Hiya! Wie gehe ich denn in Deckung, fuck? Fuck! Don't leave me alone hier! What? Alter! Okay, ich habe jetzt schon mal zwei Menschen getötet. Ich bin... Wow! Rutsch runter. Nice. Ich bin ja ein richtiger Massenkiller. Ich lauf doch schon, verdammt. Ja, doch. Schön. Und... Nice. Und da ist der Ausgang. Lauf, Lyra. Lauf. Nein! Ich bin zu früh gejumpt. Und tot bin ich. Woo! Nice! Ich wollte eigentlich jumpen, weil ich dachte so, ne, vielleicht bin ich dann schneller. Aber nein, bin ich halt nicht. Dann laufe ich mal ganz normal. Jetzt, jetzt jumpen. Das sage ich doch. Natürlich. Ja, natürlich. Und da ist das Kreuzchen, was ich gefunden habe. Alter, dieser Tod war unnötig. Die letzte Folge war unnötig. The fuck?
Croft Anwesen. Nice. Wir sind wieder zu Hause. Jonah! Jonah! Lara! Ich muss dir so viel erzählen, aber ich... Warst du beim Grab des Propheten? Ja, aber ich wurde verfolgt. Was? Von wem? Sie nennen sich selbst Trinity. Sie wollten mich ausschalten. Was zum Teufel ist hier los? Du machst mir langsam Angst. Das Grab war leer, aber ich glaube, sie wollten die göttliche Quelle. Das Artefakt, das dein Vater gesucht hat? Da ist noch mehr. Da war dieses Symbol im Grab. Ich wusste, dass ich es kenne. Es hat mich verrückt gemacht. Dann fiel es mir ein. Es steht hier drin. In einem von Dads Büchern. Hör dir das an. Die verlorene Stadt Kitesh verschwand angeblich in Sibirien irgendwann im 12. Jahrhundert. Legenden nach soll die Stadt direkt vor der Invasion der Mongolen in einem See versunken sein. Und die Verbindung zum Prophetenartefakt? Das gleiche Symbol. Nice. Moment. Lara. Wenn die göttliche Quelle in den Ruinen von Kitesh ist und auf ihre Entdeckung wartet, muss ich dahin. Nach Sibirien? Ist das ein Witz? Überleg doch, wenn dieses Ding wirklich das Geheimnis der Unsterblichkeit lüftet, das würde alles verändern. Krankheit, Leiden, Tod, vorbei. Hörst du dir eigentlich selbst zu? Jonah, wir haben schon so viel durchgemacht. Du weißt, da draußen gibt's mehr. Es könnte wahr sein. Das ist mir völlig egal. Ich habe zu viele Freunde verloren. Ich will dich nicht auch verlieren. Dad kam nie auf die Verbindung zu Kitesh. Er hat hierfür alles geopfert. Einschließlich dich. Hör auf, dir an allem die Schuld zu geben. Es war seine Entscheidung. Hi. Ich kann ihn nicht aufgeben. Nicht jetzt. Ich habe nur das. Das stimmt nicht. Und wenn du mal 5 Minuten Pause machst, siehst du das vielleicht. Jonah. Woo! Gib ihn! Noch eine! Und jetzt greif zur Knarre! Ein Jokeslam! Und jetzt hilft uns Jonah, oder... Lass das Buch fallen. Er springt mit dem Buch aus dem Fenster. Pass auf. Wir halten uns nicht auf. Scheiße, Lara. Was machen wir jetzt? Ich habe sie hingeführt, Jonah. Wenn es die göttliche Quelle gibt, müssen wir sie zuerst finden. Sibirien, wir kommen. Wow! Interessante Wendung. Und so hat's dann halt begonnen, ne, was wir gerade in der ersten Folge gemacht haben. Und dann geht's weiter. Ich habe mich also nur erinnert und bin in der Erinnerung 4-mal gestorben. Schön! Das ist meine Kapuze! Leo! Ich muss das alleine schaffen.
Ja, die ist kalt. Ein kaltes Willkommen finden sie in einen Unterschlupf. Lauf, Junge, lauf! Okay, jumpen kann ich nicht. Schneller laufen kann ich nicht. Ich bewege mich doch schon! Boah, tiefer Schnee, Alter. Komm schon, du schaffst das. Mach schon. Rutsch runter, trau dich. Ein altes Camp. Okay. Okay. Jetzt Feuer machen. So, jetzt machen wir Feuer. Mit dem Kater unterm Hintern hier. Sammeln Sie Material für ein Feuer. What? Wichtige Objekte markieren und jetzt schon laufen. Okay, alles klar. Ist gut. Dann gib mir mal diesen Stock. Okay, das könnte gehen. Ja, schön. Nicht genug für die Nacht. Ja, das ist klar, dass es nicht genug für eine Nacht ist. Jawohl! Trocken genug zum Brennen. Hoffe ich. Ja, das hoffen wir alle. Survival, Alter! Noch frisch. Kein Fleisch, aber. Nee. Irgendwas Nützliches. Lol. Na dann hau her den Scheiß. Yo! Wölfe! Wölfe! Nice! Nice! Beeil dich, die Wölfe kommen! Ich spiele Leonardo DiCaprio, der Rückkehrer. Nice. Los, verdammt. Mann, jetzt komm. Leg dich jetzt ja nicht hin, bevor es zu Ende ist, Alter. Ja, ich weiß, dir ist kalt. Los, mach ein Feuer. Ey, ohne Witz. Und wir haben Feuer gemacht. Ja, nice. Dann noch stärker einen Unterschlupf bauen. Natürlich zitterst du noch, das ist aber klar. So ein kleines Feuer hält ja nicht ganz warm, sag ich mal. Unsere Leute durchkämmen die Ruinen in den Bergen. Falls das Artefakt hier ist, finden wir es. Was ist mit den Verbindungen? Sie leisten weiterhin Widerstand. Aber wir werden die Situation bald unter Kontrolle haben. Gut. Trinity vertraut Ihnen. Trinity. Oh, da bleibt beim Feuer. Ein Bogen. Nice. Keine Knarre, aber ein Bogen. Okay. Nehme ich auch. Ich meine, ich bin bei weitem nicht so gut im Zielen als mit der Knarre, aber okay. Ich brauche einen stärkeren Bogen. Wäre dieser Schmerz bloß nicht so vertraut. Ich würde einem alten Feind begegnen. Er will mich vernichten. Er will, dass ich mich hinlege und sterbe. Werde ich aber nicht. Ich kann nicht. Es ist etwas hier. Es muss so sein. Sonst wäre Trinity nicht in dieser Schneehölle. Kann ich... Aber nur Jonah geht es gut. Dass er hier weggekommen ist. Ich konnte nicht riskieren, ihn bei mir zu haben. Nicht nochmal. Der Schmerz, ihn zu verlieren. Er wäre nicht zu ertragen. Das ist mein Weg. Ganz allein. Danke! Ändern Sie Laras Kleidung, damit sie besser für ihr Abenteuer gerüstet ist. Mehrere Outfits sind verfügbar und werden beim Fortschreiten im Spiel und durch Abschließen bestimmter Missionen freigeschalten. Manche Outfits verleihen beim Tragen Gameplay-Vorteile. Okay! Wechseln Sie Outfits im Basislager, indem Sie im Waffenmenü mit V und mittlerer Maustaste zur Kleidungskategorie wechseln. Der provisorische Upgrades verfügbar. Nice. Ja, dann mache ich ihm halt. What the fuck? Zielgeschwindigkeit. Ja, dann upgrade ich halt das hier. Verstärkte Wurfarme. Yes! So, dann gehen wir eins zurück. Noch eins zurück. Fähigkeiten. Fähigkeitspunkte. Nahkampf- und Heilungsfähigkeiten, Jäger-, Jagd- und Plünderfähigkeiten, Fertigungs- und Erkundungsfähigkeiten. Ich glaube, ich nehme mal kurz Nahkampf, oder? Wobei, Moment.
Jagd- und Blünderfähigkeiten. Ist doch cool. Pfeile wiederfinden. Erhöhen Sie die Zielfixierzeit. Okay, ich nehme mal das, damit ich meine Pfeile wiederfinden kann. Und würde sagen, wir sehen uns in der neuen Folge Rise of the Tomb Raider. Meine lieben Freunde, das war's auch schon wieder. Freue mich natürlich über jeden Daumen hoch und auch über eure Kommentare, eure Meinung in den Kommentaren auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns im neuen Video. Euer Lescadio. Ciao.